Jason Stackhouse? Der einzig wahre. Danke fürs Warten. Kein Problem. Aber Sie sollten wissen, jede Minute, die vergeht, ist verdammt schlecht für die verfluchte Vampirpolizei, wenn ich nicht dabei sein kann und einige von Ihnen verdammt nochmal fertig machen kann. Sir, die LAVTF existiert nicht, weil sie die Vampire fertig machen will. Blödsinn. Sie existiert, um sie da unten zu halten, wo sie hingehören. Wir sollten einfach den Fragebogen durchgehen. Eine gute Idee. Also los, was haben Sie für Grundkenntnisse über die Eigenschaften der Vampire? Was wissen Sie über Ihre Fähigkeiten und Schwächen? Alles. Nächste Frage. Mr. Stackhouse, das war ja wohl keine Antwort. Doch, das war eine. Alles. Erstens, Eigenschaften. Blass, kalt, ohne Atem, kommen in allen Formen und Größen vor. Zweitens, Fähigkeiten, stark, Ultraschallgehör, verflucht schnell, einige von ihnen können sogar fliegen. Drittens, Schwächen, Silber, UV-Licht, Feuer. Holz ins Herz, Kugel oder Pfahl, ist vollkommen gleichgültig. Oh, und, Enthauptung. Man schneidet ihre Köpfe direkt am Hals ab. Ich glaube, das reicht. Ja, so einem verdammten Arschloch die Kehle durchzuschneiden, ist ein wundervolles Gefühl, sage ich Ihnen. Das heißt, dass Sie schon viele Vampire getötet haben? Ja, verflucht. Und was würden Sie sagen, wie viele? Meinen Sie diese Woche? Wissen Sie was? Ich werde jetzt erstmal meinen Vorgesetzten holen. Ja, das sollten Sie machen. Rassistischer Wichser.